Nur noch wenige Tage hat der Kunstverein Zwickau Zeit, seine nächste Ausstellung vorzubereiten. Am Sonntag startet der Sommersalon, bei dem die Mitglieder ihre Arbeiten präsentieren. Alle 2 Jahre zeigen die Berufs- und Hobbykünstler einen Querschnitt ihres Schaffens. Und diesmal läuft die Veranstaltungsreihe unter neuer Führung. Der neue Mann an der Spitze des Kunstvereins ist Wolfgang Schinko. Natürlich kann er sich bei der Vorbereitung des Sommersalons auch auf die langjährige Erfahrung weiterer Vereinsmitglieder verlassen. Aber dennoch ist es die erste große Ausstellung unter seiner Führung. Das ist korrekt. Ich wurde im Dezember zur letzten Jahreshauptversammlung zum neuen Kunstvereinsvorsitzenden gewählt. Und das hier ist mein erster öffentlicher Auftritt als Kunstvereinsvorsitzender vor einem größeren Publikum. Beim Aufbau der Ausstellung musste zunächst aus einer großen Zahl an Kunstwerken ausgewählt werden. Und da kamen seit dem vergangenen Sommersalon so einige zusammen. Denn die Veranstaltung ist nur alle 2 Jahre. Ich würde sagen, es hat schon ein demokratisches Auswahlverfahren gegeben. Also berechtigt hier auszustellen sind die Mitglieder des Kunstvereins. Und da wurde eine Begrenzung ausgesprochen von 3 Bildern und entsprechend viele Bilder wurden eingereicht. Insgesamt hatten wir zur Auswahl 109 verschiedene Arbeiten. Und unter diesen angebotenen Arbeiten mussten wir ja eine Auswahl treffen. Also die sechsköpfige Jury musste dann im Einzelfall entscheiden, dass wir auch Arbeiten zurückstellen, weil die Räume so viele Arbeiten nicht fassen und wir uns aber gleichzeitig auch so überlegt haben, die Vielfalt der Mitglieder oder die Handschriften der Mitglieder sollten auch in dieser regionalen Schau gut repräsentiert sein. Eine Besonderheit stellt diesmal die Kabinettausstellung im Erdgeschoss der Galerie am Domhof dar. Sie ist ausschließlich den Werken Siegfried Wagners vorbehalten und trägt den Titel Wegbegleiter. Wagner war Schinkos Vorgänger als Vereinsvorsitzender und die eigene Ausstellung ist eine Art Dank für viele Jahre Arbeit als Kopf des Vereins. Ja, dann nehmen Sie meine Gedanken vorweg. Der Herr Wagner war ja über 28 Jahre der Vereinsvorsitzende des Kunstvereins und hat sich ganz viele Verdienste erworben und hat auch, sage ich mal, die Ausstrahlung des Vereins sehr nachhaltig geprägt. Und in diesem Jahr wird er 80 Jahre alt, habe ich jetzt erfahren. Ich finde es eine schöne Geste, dass neben dem Sommersalon im Foyer dann Arbeiten von ihm zu sehen sind, die sozusagen seinen Schaffensweg repräsentieren. Die Ausstellungseröffnung am Sonntagvormittag wird damit zum Zusammentreffen des alten mit dem neuen Vorsitzenden. Einen radikalen Umbau des Vereins wird es unter neuer Führung nicht geben, sagte Wolfgang Schinko. Es ist viel Gutes oder sehr viel Gutes im Kunstverein, weil das ist eine kann man sagen, bürgerschaftliche Gemeinschaft, die sich für die Kunst einsetzt, Veranstaltungen macht und versucht, der Stadt auch Impulse zu geben. Und ich habe das immer mitverfolgt. Meine Frau war langjähriges Mitglied, die ist Kunsterzieherin und macht selber auch Kunst. Und da kam es zu einer Situation, dass man doch einen Nachfolger gesucht hat und um die Tradition, die so wunderbar entstanden ist, am Leben zu erhalten und vielleicht mit neuen Impulsen zu versehen, habe ich dann mich mit zur Wahl gestellt. Warum auch verändern, was bisher bestens funktioniert hat? Davon können sich alle Kunstinteressierten in wenigen Tagen selbst überzeugen. Der Sommersalon des Kunstvereins und die Kabinettausstellung mit Werken Siegfried Wagners beginnen am Sonntag 11 Uhr in der Zwickauer Galerie am Domhof.